Ja. Hi Leute, ich bin's wieder, Lego Star Freak 333. Und heute mit dem Unboxing von meiner Bestellung von Brickisimo, die jetzt endlich eingetroffen ist. Nach einer Woche, meine ich, müsste es gewesen sein. Heute ist Freitag, habe ich meinen letzten Freitag bestellt. Ja, gut. Ich mache es einfach mal auf und dann sage ich was dazu und zeige euch das. Das Review wird wahrscheinlich mit in diesem Video sein. Vielleicht mal ja auch ein Einzelreview. Review muss ich gucken. Okay. Nehme ich hier mal die Sachen raus. Ich gucke einfach, was ich euch davon zeigen kann und was nicht. Natürlich auch eine Bestellbestätigung und sowas drin ist. Kleinen Moment. Also hier sind die Sachen drauf, die ich bestellt habe. Ja. Und das sind 12 Modern Combat Helme, eine Minigun von Pathmaker, 8 G36C Assault Rifle, dann 2 M249 Maschinengewehre, 2 M4A1 Riss, dann ja, 2 Granatenwerfer, 2, Moment, 4 U-Clips, 4 B-Pods, 2 taktische Westen, eine Bazooka und ein, ja, eine Sniper-Rifle. Ja, dann zeige ich euch mal die Sachen. Hier steht unten noch Wissen, irgendwas. Herzlich willkommen als neuer Brickisimo-Kunde. Danke für die Bestellung und gerne bis zum nächsten Mal. Freundliche Grüße, Team Brickisimo. Ja, das dazu und ja, jetzt packe ich die Sachen mal aus. Also, hier haben wir zum einen, fehlt noch was, aber ich habe alles rausgenommen. Ja, jetzt ist alles raus. Okay, da haben wir zum einen mal die schwarzen Modern Combat Helme. Ja, sehen sehr gut aus. Davon 4, 5, 6, 7, 12 Stück. Ja. Dann mache ich die anderen Tüten auch mal auf. Oder besser gesagt, ich zeige es euch am besten jetzt nicht. Ich zeige es euch in einem einzelnen Review. Dann kann ich das besser hinlegen und so weiter. Also, ja, das wäre es dann zum Unboxing und ein Review mache ich dann gleich. Bis gleich.